Also Open Standards, alter Hut, Open Source, alter Hut, Open Data vielleicht noch nicht ganz so alter Hut. Da gibt es ja so ein Geodatenzugangsgesetz in Deutschland, das ist geändert worden. Kennen Sie das? Wie ist denn das mit Open Data hier in der Schweiz? Wer ist hier die oberste Kartenbehörde? Swisstopo. Ist das eine Behörde? Ja. Wo kriegen die ihr Geld her? Wer ist hier von Swisstopo? Jemand vielleicht da? Ja. Ja, das Geld kommt von ja. Also ich habe mal gefragt, das ist doch free Data, was Sie da haben, so Open Data. Da wurde mir gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, das hätte ich gerne. Und dann wurde mir gesagt, das kostet Geld. Und dann habe ich gedacht, ich habe das nicht verstanden richtig. Und habe nochmal gefragt, das ist Open Data, also freie Daten, ja. Oder nochmal, wenn ich das jetzt haben möchte, ja, dann musst du Geld dafür bezahlen. Okay. Das kann man ja machen. Weil wer definiert denn, was Open Data ist? Außer Swisstopo. Ist das nicht so was wie DIN, auch in der Schweiz? DIN heißt ja Deutsche Industrienorm. Ja, ja. Funktioniert in der Schweiz nicht. Nein, kann man vergleichen. Aber in der Schweiz, das war das, was vergleichbar ist. Ja. Gibt es sowas wie die Deutsche Industrienorm in der Schweiz? Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. CSI ist Englisch, das weiß ich nicht. SMB, ja. 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 Gibt es also schon. Aber wie alt ist die Organisation? Wahrscheinlich ein paar hundert Jahre. Ja. Ja, ja. Die haben Wagenräder definiert und Durchfahrbreiten von Stadttoren und solche Dinge und Gewichte und Brötchengrößen. Ist Weltstandard. Ja, ja, ja. Aber das ist halt alles so neu, das ist das Problem. Und das ist auch ein bisschen das Problem mit Standards. Und Standards sind ja auch eher so ein bisschen langsam. Und schreiben Dinge fest, so dass sie dann nicht mehr geändert werden können. Das ist ja die Idee eines Standards, oder? Und Open Data ist jetzt neu. Wie geht jetzt eine alte Organisation mit neuen Dingen um? Zum Beispiel, ich habe gearbeitet im Ordnance Survey. Das ist sowas Ähnliches wie Swisstopo, aber in England. Und diese Organisation wurde 1792 gegründet. Was ist so da in der Zeit gewesen? Geschichtsunterricht? Ach, der Herr Ritter hat es auch da, sehr schön. Die kennt das doch auch alles schon, was ich erzähle. Schick mal die Leute weg. Nein, ich schicke niemanden weg. Also 1792, was war das so geschichtlich für eine Zeit? Was ist da passiert? Haben sie irgendwann den China von Unabhängigkeitskrieg. Ja, Franzosen. Freiheit. An der englischen Küste. Und was macht man da? Man überlegt sich, wie verteidige ich mich gegen die Franzosen? Und dann wurde eine Organisation gegründet. Die nannte sich Ordnance Survey. Und die war zuständig dafür, die Karte der englischen Küste und des ersten Inlands zu mappen. Um die Franzosen bei Bedarf vertreiben zu können. Und das sieht man heute noch in den Karten, weil dort so Dinge gemappt werden wie Sträucher und Büsche. Und zwar ab einer Höhe, bei der sich ein Soldat dahinter verstecken kann. Das merkt man heute noch in den Kartenberg. Und so, da gibt es so, wie heißt es, so Gottesstände, so, wie heißen die gleich noch hier? Kreuze. So Kreuze und so kleine Kapellen. Und die wurden auch gemerkt, aber nur, wenn sich mindestens zwei Soldaten da drin verstecken konnten. So, daher kommt also das Ordnance Survey vor 220 Jahren. So, was ist jetzt mit solchen Karten, die so wichtige, geheimnisvolle Informationen zur Verteidigung der Nation gegen Aggressoren beinhalten?
solche Daten unterliegen der Geheimhaltung. Das heißt, Karten sind erstmal geheim. Und 1999 wurde dann das Ordnance Survey noch teilprivatisiert, weil Privatisierung ist ja gut, da kann man dann die privatisierten Gewinne abführen und wenn es dann nicht mehr funktioniert, die Schulden wieder an den Staat zurückgeben. Also Privatisierung, super Sache. Probieren wir das beim Ordnance Survey auch. Und dann wurde denen also gesagt, ihr müsst jetzt einen Teil eures Budgets durch den Verkauf von Daten bestreiten. Also geheime Daten, die man verkaufen soll, um damit Geld zu verdienen. Und dann kommt Tim Berners-Lee, wer kennt den? Also wer hat schon mal von dem gehört? Was ist dessen Aufgabe? Du sagst jetzt nichts mehr, lass mich ruhig mal machen. Tim Berners-Lee ist der Erfinder des Internet. So ungefähr. Und der wurde zum Ritter geschlagen. Und dann wurde er gefragt, was würdest du denn am Internet so machen, dass das der Volkswirtschaft gut tut und wir da einen bestmöglichen Profit von haben können. Und dann hat er gesagt, Open Data, wir müssen die Daten freigeben, dass die Bevölkerung mit diesen Daten was tun kann, damit Wirtschaft mit den Daten was tun kann. So, jetzt sehen Sie schon, wie das so zusammenkommt, so ein Konglomerat von Problemen. Eine Militärbehörde, die geheime Daten gegen Geld verkaufen soll, soll sie jetzt plötzlich frei zur Verfügung stellen. Und die Politik hat natürlich, Politik denkt nicht länger als 3 bis 4 Jahre, längst vergessen, dass sie 99 gesagt hat, dass sie ihre Daten jetzt verkaufen müssen und damit ihr Geschäftsmodell betreiben zu sollen. Und in der Situation ist jetzt das Ordnance Survey und soll seine Daten frei zur Verfügung stellen. Großes Problem. Ich weiß nicht, ob Swisstopo so eine ähnliche Geschichte hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch so ähnliche Dinge passiert sind und natürlich dann auch ähnliche Probleme damit entstanden sind. Deswegen denke ich, dass Open Data vielleicht doch ganz interessant ist und eben auch von Open Standards und Open Software. Und jetzt haben wir 3 Minuten vor richtigen Beginn und deswegen fange ich jetzt mal an. Kleingedrucktes vorneweg. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Mein Name ist Arnulf Christel, ich bin ein Meta Spatial Systems Architekt, Mitgründer und Emeritus-Präsident der OSGEO, Mitglied im OGC Architekturvorstand und professioneller OpenStreetMap-Lobbyist oder so. Und das ist schon wieder ein Foliensatz, aber Sie sehen, der fliegt so ein bisschen durch die Gegend und das ist auch, wenn man da mal guckt, das ist HTML. Und wenn Sie keine Lust mehr haben auf OpenOffice, PowerCrab oder LibreOffice oder so, dann empfehle ich Ihnen nochmal Reveal.js oder Impress.js anzugucken. Das ist ziemlich cool, weil die Informationen, die man dann in einer Präsentation bereitstellt, gleich im Internet verfügbar sind. Man muss sie also nicht erst als PDF konvertieren und dann nach Slideshare hochladen, sondern kann sie direkt ins Netz stellen und einfach nur twittern und in einem Blog verlinken. Und die Lebensdauer von solchen verlinkten Slides sind natürlich dann viel höher. Das heißt, wenn Sie hier draufklicken, ne, dann sieht man schon, das ist interaktiv und dann kann man da direkt auf die entsprechende Webseite gehen. Das war ein kleiner Plug für Reveal.js. Worum geht es also? Folgende Aussagen sollen näher beleuchtet werden. Standards behindern Innovation, Open Source zerstört bewährte Geschäftsmodelle und Open Data fördert das Chaos. Standards behindern Innovation. Einverstanden? Machen wir mal ein Fragezeichen dahinter. Ich glaube, das müssen wir uns nochmal genauer angucken. Also gehen wir nochmal zurück und dann da gucken wir uns das mal rein. Bevor wir das besser verstehen können, würde ich Ihnen gerne 7, das ist ja unser RAM, mehr als 7 Dinge kann man uns nicht merken. Also 7 Dinge möchte ich Ihnen kurz erläutern. Und zwar, was ist ein de jure Standard? Ein de facto Standard? Was heißt proprietär, monopolistisch, offen? Was ist eigentlich Interoperabilität? Und dann noch 2 Worte zu Evolution und Diversität. De jure Standards werden von einem Rechtskörper beschlossen. Das ist eine Regelung, die de jure, also per Recht, durchgesetzt werden kann. Das können sein Brandschutzrichtlinien, Sicherheitsstandard im Fahrzeugbau, ISO-Normen zur Einhaltung von Brötchendurchmessern,
Inspire Implementing Rules und so weiter. Was uns dann natürlich interessiert, sind die Inspire Implementing Rules. Das ist also ein Gesetz, diese Inspire Implementing Rules. Die werden auf europäischer Ebene definiert. Aber da Europa nicht irgendein Gesetz in Deutschland durchsetzen kann, muss es dann von Deutschland in ein deutsches Gesetz umgewandelt werden. Wenn es dann ein Gesetz ist, wird vorgeschrieben, was zu tun ist, nämlich einen sogenannten View Service für Geodaten bereitzustellen, aber nicht, wie das zu tun ist. Also keine technische Lösung. Die sagen also nicht, man muss ArcGIS Online nehmen, um da einen Dienst bereitzustellen, sondern die sagen, man muss irgendwie so eine Karte da rauskriegen ins Internet. Wie ihr das macht, ist eigentlich egal. Und es gibt aber auch die Inspire Technical Guidelines und das sind unverbindliche Vorschläge, wie eine technische Lösung aussehen könnte. Und in denen schreiben sie dann, jawohl, sie können ArcGIS Online nehmen, aber auch Map-Server oder Geo-Server, um einen WMS-Dienst anzubieten. WMS, das ist dieser Standard, mit dem man Karten aus dem OGC, ein OGC-Standard, mit dem man Karten im Web präsentieren kann. Also wir haben die Implementing Rules, das Gesetz und dann die technischen Lösungen, die Guidelines, die aber nicht verpflichtend sind. Wir haben also da die Wahl, was wir dann nehmen an technischen Lösungen. Was ist ein de facto Standard? Eigentlich lachen die Leute jetzt ein bisschen. Also wenn Sie mal nach Pferdearsch und Standard suchen in Google, dann kriegen Sie diese drei Bilder zu sehen. Probieren Sie das doch bitte mal aus, weil ich war da angemeldet und Google kennt mich ja inzwischen und das gibt mir dann solche schönen Ergebnisse. Vielleicht kriegen Sie andere Ergebnisse. Aber kennen Sie die Geschichte, wie das zusammenhängt? Ich brauche es nicht erzählen, wenn Sie es schon kennen. Ne? Okay. Aber was hat das miteinander zu tun? Bevor es Züge gab, gab es Pferde. Und Pferde haben eine Breite des Popos. Wenn man zwei Pferde nebeneinander hat, dann haben die ein Joch oben drüber und einen Wagen, der hat so eine Breitenbegrenzung. Und dann macht man die Rädergröße halt auch so in der Breite. Das macht Sinn. Das macht Sinn, einen Wagen so breit zu machen ungefähr. Und dann kamen die Schienen. Und bei den Schienen hat man dann überlegt, naja, das machen wir halt genauso breit, weil die Wagen sind so breit und dann haben wir so Durchbrüche in Straßen, die sind auch so breit. Das scheint Sinn zu machen. Das heißt, der Pferdepopo hat als Standard die Schiene definiert. Und was hat das jetzt mit der NASA und dem Space Shuttle zu tun? Das Space Shuttle wurde an ganz vielen verschiedenen Stellen zusammengebaut und wurde dann über den Schienenverkehr zusammengebaut, aufgestellt und hochgeschossen. Das heißt, irgendwie hat der Standard Pferdepopo beeinflusst, wie groß unser Space Shuttle ist. Und das ist ein de facto Standard, faktische Gegebenheit. Dann T-Shirts bei raus und Frauen hinter. Die T-Shirts und Frauen hinter. Die kann doch mal raus. Die kann doch mal raus. Sie denkt nicht an Frauen. Ich hab's genau. Du auch. Ja, das ist jetzt interessant, ne? Aber das ist jetzt. Aber jetzt will ich die Frau nicht. Das ist jetzt ein bisschen anderes Thema, aber auch interessant, dass Google jeden von uns sehr individuell behandelt. Wenn sie also wirklich wissen wollen, was Sache ist, dann melden sie sich ab vor Google und geht dann erst zu Google. Das ist abgemeldet. Okay, die Wahrheit ist dort. Wer weiß. Also, jetzt haben wir diese de facto Standards. Und jetzt gibt es zum Beispiel sowas wie einen Marktführer. Und dieser Marktführer kann jetzt ein Format schaffen, das durch Copyright schützen, gegebenenfalls patentieren und dann den Mitbewerb unmöglich machen. Und dann wird ein Standard proprietär und monopolistisch. Das ist nicht gut, weil dann entscheidet einer, was da sich entwickelt. Und dieser eine, wenn der rein kommerzielle Interessen hat, dann ist alles, was wir da rausbekommen, rein kommerzielle Interessen. So, fast offene de facto Standards werden zum Beispiel von dem Open Geospatial Consortium erstellt. Und das ist dann eine heterogene Community aus Wissenschaft, Industrie und Anwendern. Und die treffen sich in solchen Räumen wie hier, geben sich gegenseitig Vorträge, entwickeln über Mailinglisten und über Code-Versioning-Systeme gemeinsam Standards, arbeiten da jahrelang in einem Konsensprozess und stellen dann den zur Wahl und das Gremium, die Membership, die Mitgliedschaft von dem OGC
sagt dann, jawohl, das ist was, da können wir alle mit leben, da machen wir jetzt einen Standard aus. Ist das wirklich so oder ist da auch die Industrie, diejenigen, die dann Veto sagen, also ich kenne das von ISO-Standards, dass da ganz schnell gesagt wird, wenn man ein neues Feature reinbringt, dass dann jetzt vom SQL Standard, Oracle und IBM sagen, ja, das kostet uns aber so und so viel, das Feature zu implementieren. Ja. Ja. Das wollen wir nicht, weil das Geld kriegen wir nie wieder rein. Also sind wir mal in allen Ländern erstmal dagegen und das Feature wird nicht reingekommen, weil sie dann doch im Endeffekt, weil sie in jedem Land sitzen, die Übermacht haben. Sehr guter Einwurf. Und das Interessante ist, dass wir in der Geo-Community so klein sind und so nebensächlich, dass das da nicht greift. Das heißt, das OGC hat da tatsächlich es geschafft, eine breite Anwenderschaft zusammenbekommen, die sich wirklich dafür interessiert. Und Frau Trackers, die Athena, wird nachher noch einen Vortrag halten und erklären, wie das auch funktioniert. ISO geht sogar noch weiter. Die haben jetzt zum Beispiel in Deutschland, Berlin, halt den Programmiersprachenstandard geschlossen. Da waren noch 12 Mitglieder drin, aber nur wissenschaftliche. Keine Industrie mehr, also wurde er zugemacht. Ja. Also sobald da kein industrieller Nutzen mehr da ist oder gesehen wird, dann werden die Gruppen auch angestellt. An alle neuen Mitglieder in diesem kleinen Club, herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Weger. Ja, ich weiß nicht, warum ihr zu spät seid, aber es ist okay. Aber das war mein Fehler. Da stand 501. Und wahrscheinlich war ich da drüben. Du kriegst gemerkt. Okay. Dafür kriegst du einen Beamer. Ich freue mich, danke schon. Den verkaufe ich nachher. Entschuldigung. Ich habe noch nichts Wichtiges erzählt. Kein Problem. So, der nächste Begriff, den wir definieren wollen, ist Interoperabilität. Es ist ganz interessant, dass es dazu zwei verschiedene Definitionen gibt. Und jetzt bitte aufpassen, das ist wichtig. Nämlich erstens die Fähigkeit zur Zusammenarbeit verschiedener Systeme durch Einhaltung gemeinsamer Standards. Haben wir schon gehört. Hört sich plausibel an, ist super. Jetzt kommen aber eine ganze Menge Open Source und OpenStreetMap-Leute daher und sagen, nee, das ist Quatsch. Was wir wollen, ist eigentlich die Fähigkeit unabhängiger, heterogener Systeme möglichst nahtlos zusammenzuarbeiten, ohne gesonderte Absprachen. Interessanter Aspekt, wir brauchen vielleicht gar keine Standards, sondern das entwickelt sich evolutionär alles von alleine. Und der Begriff Interoperabilität meint beides. Also wenn Sie Interoperabilität hören, immer mal gucken, wer spricht denn da? Sagen die, wir brauchen Standards, damit es zusammenläuft? Oder müssen wir einfach nur miteinander reden, dass es zusammenläuft? Und beides hat Vor- und Nachteile. Evolution und Diversität, ganz kurz nur, meiner Ansicht nach entwickelt sich Technik evolutionär, außer ein Monopolist oder mehrere Monopolisten behindern diesen Vorgang. Evolution braucht Diversität. In einer Monokultur kommt die Evolution zum Erliegen. Und Diversität erfordert Interoperabilität. Weil wenn alle unterschiedlich sind und die sollen trotzdem zusammen funktionieren, müssen sie miteinander reden oder sich auf Standards einigen. Das heißt, da schließt sich dieser Kreis dann wieder. Und ja, jetzt nochmal sagen, Standards behindern Innovation. Und mal das Fragezeichen weg. Ups. Dann muss man fragen, welche Standards behindern denn Innovation? Und da kann man sagen, jawohl, nicht offene Standards verhindern Evolution und Innovation. Und dazu gehören meiner Ansicht nach zwei, nämlich einmal die EU-Standards, die nicht weiterentwickelt werden, und zweitens proprietäre de facto Standards von Monopolisten. Böse. Offene Standards hingegen fördern Innovationsprozesse. Gut. Sind die de facto Standards, die sind doch aber in der Regel immer nur freiwillig. Das heißt, da kann man auch sagen, das stört mich nicht. Ich mache einfach was anderes als Konkurrenz. Ja, das ist richtig. Aber wenn 98% der Leute diesen Standard unterstützen, dann kann man als 2% natürlich was anderes machen, aber vielleicht bringt das dann nicht so viel. Okay, erstes Kapitel Standards erledigt. Wir kriegen noch viel mehr Detail von der Frau Trackers in ein paar Minuten. Zweiter Teil, Open Source zerstört bewährte Geschäftsmodelle. Das ist richtig. Das ist nicht schön, aber das ist richtig. Um das zu verstehen, müssen wir jetzt ein paar Fragen beantworten. Nämlich erstens, was ist Open Source? Habe ich vorhin schon gefragt. Wissen Sie, woher kommt Open Source? Wer unterstützt Open Source? Wann macht Open Source keinen Sinn? Warum wird Open Source überhaupt bekämpft? Und was muss ich bei Open Source beachten?
Das sind jetzt nur 6 Fragen, weil die 7 Fragen eben haben Sie ja schon überfordert. Also, was ist Open Source? In der kürzesten Möglichkeit, das zusammenzufassen, ist das eine Software mit einer Lizenz, die Ihnen Freiheiten gibt. Und zwar die Freiheit, die Software für jeden Zweck zu nutzen, sie zu verstehen, sie zu verändern und die Software an jeden weiterzugeben. Diese Freiheit muss eine Software-Lizenz haben, um Open Source zu sein. Und ich habe dann halt so ein Open-Source-Entwicklungsmodell zusammengebaut, das ist rechts zu sehen. Da sehe ich also, was ist die Motivation? Die Motivation ist, ein Problem zu lösen. Ich hätte so gerne so einen Zeigestock wie früher in der Schule, aber machen wir mal ohne. Und da wird also ein Problem identifiziert. Da oben. Dann wird ein Problem identifiziert und Softwareentwickler mit dem Ziel, dieses Problem zu lösen, gehen hier in so eine Iteration. Und dann machen sie eine Quellcode-Offenlegung und da wir ein Internet haben, können Teilnehmer die Fehler finden, eine neue Version erstellen, verbesserten Code veröffentlichen und hier in einen Kreislauf gehen. Und das ist, wie Open Source funktioniert. Proprietär, genau der gleiche Ding, bloß, dass man oben noch eine Marktanalyse hat und hier das Management entscheidet, ob es ein Fehler ist oder ob es ein neues Feature wird. Und normalerweise ist hier eine schwarze Kiste drauf, weil was da drin passiert, weiß man überhaupt nicht. Und irgendwann ist dann hier so ein Punkt erreicht, an dem Lizenzen verkauft werden. Wann ist dieser Punkt erreicht? Wann ist die Software fertig? Wenn das Marketing das beschließt oder die Aktionäre. Ja. Endlich mein aktives Publikum. Normalerweise muss ich immer sagen, ja, die Software ist fertig zur Intergeo, zur CeBIT oder zu Weihnachten. Warum auch immer. So, also die ähneln sich eigentlich. Der einzige Unterschied ist, dass da oben die proprietäre Motivation ist, einen Gewinn zu maximieren. Dagegen ist nichts einzuwenden. Wir müssen alle unsere Miete bezahlen. Geld verdienen ist völlig in Ordnung. Das ist nichts Abstoßendes. Aber wenn es die einzige Motivation ist, etwas zu tun, dann ist es ein bisschen schwierig. Wie verdienen die Jungs hier ihr Geld? Genauso. Die wollen was entwickeln. Nein, die wollen gar nichts entwickeln. Sondern jemand anders hat ein Problem. Der kann es aber nicht selber lösen. Deswegen muss er jemanden bezahlen, der für ihn das Projekt löst, das Problem. Gleiches Geschäftsmodell, eigentlich kein Unterschied. Der einzige Unterschied ist, dass die Jungs hier zusätzlich noch diese Lizenzen verkaufen. Was in der IT nur etwa 10% des Gesamtbudgets ausmacht, in Asien sind es sogar nur 1%, weil die haben da wesentlich günstigere Software am Start. Hallo, Rainer Korrektur, kannst du bitte einen Slide zurückgehen? Ja. Problem wird identifiziert, in Open Source habe ich oft Erfahrung gemacht, wird identifiziert oder erfunden? Ja. Ich habe sehr viele Open Source Projekte gesehen, die das Problem erstmal finden. Ah, okay. Dann ja. Hervorragend lösen und ja. Dann braucht das niemand. Ja, ich weiß nicht. Ein anderes Argument, wenn ich Zeit habe nur für Open Source, gehe ich da sehr viel mehr drauf ein. Ein anderes Argument ist, es gibt im Moment 743.000 Open Source Projekte, die ich persönlich kenne. Welches von denen ist jetzt das Richtige für Ihren Zweck? 1.300. Danke. Also fragen Sie ihn, der weiß das offensichtlich. Die Idee ist völlig richtig, wo kommt jetzt diese gute Software her? Das ist meine nächste Folie auch. Was ist nämlich gutes Open Source? Ein Projekt, bei dem alle Entscheidungen öffentlich sichtbar sind, alle Prozesse klar geregelt sind, dass Eigentumsform eine Durchsetzung monopolistischer Ansprüche verhindert und eine aktive Community dahinter steht von Anwendern, die ein Problem lösen wollen und Entwicklern, die es auch weiterentwickeln. Das heißt, nicht überall, wo Open Source drinsteht, ist auch wirklich gutes Open Source drin. Also nicht, wo es draufsteht, ist es nicht immer drin. Open Source kann jeder zu allem sagen. Das ist nicht wie so eine Marke. Wenn Sie ein Auto bauen und verkaufen lassen, kleben da Mercedes-Stern drauf, kriegen Sie Ärger. Wenn Sie eine Software bauen, schreiben Open Source drauf und die ist total Schrott, kriegen Sie keinen Ärger. Muss man einfach im Hinterkopf behalten. Die OSGEO hat sich eben darum gekümmert, dass das ein bisschen besser wird. So, was haben wir jetzt hier mit Open Source? Macht Geschichte. Wann ging das los? 1950, die ersten Rechenmaschinen, die erste Software. War die Open Source die erste Software 1950?
die war so proprietär auf diese eine Maschine geeicht, dass man die gar nicht haben wollte. Da waren nämlich die Maschinen 18 Meter lang, 5 Meter hoch und haben so viel Energie verbraucht wie ein ganzes Dorf. Und die Software, die da drauf lief, lief genau auf dieser Maschine. Also, Open Source irrelevant. Und dann kam in den 80ern der IBM PC. IBM hat eine Maschine gebaut, auf der unterschiedliche Softwaren laufen. Ganz coole Erfindung. Und Microsoft hat dann dazu eine Software gebaut, die auf diesen ganzen IBM-kompatiblen PCs auch lief. Und das war der Beginn und der kurze Höhenflug von Microsoft, der gerade am zu Ende gehen ist. Nämlich der Siegeszug von Microsoft in den 90ern bis in die 90er. Und das Ende von Open Source? Nein, denn im neuen Jahrtausend wurde Open Source reloaded mit Free Software Lizenzen. Und warum hat das funktioniert? Weil plötzlich das Internet da war. Ich habe noch in den frühen 90ern Druckerteiler für eine Solaris Sparkstation 10 bekommen. Die kamen auf 18 Disketten. Wissen Sie noch diese kleinen Dinger, diese viereckigen? Die immer, die 17. war kaputt. Dann musste man von vorne anfangen. Wenn man so Software austauschen muss, wird das nichts mit Open Source. Wenn man aber das Internet hat und klickt auf GitHub und sagt Fork und hat innerhalb von Sekunden einen neuen Branch in der Software gebaut, dann ist Kollaboration möglich. Das heißt, das Internet, dem haben wir zu verdanken, dass Open Source überhaupt wieder möglich wurde. Und das neue Jahrtausend mit dem Internet und heute Open Source, die Zukunft ist eh klar, deswegen finde ich das Thema eigentlich auch inzwischen langweilig. So, wer unterstützt Open Source? Wissenschaft und Forschung, Softwareentwickler, Softwareanwender, Rechenzentren, Google, IBM, 7of9, OSGEO und der Foskes e.V. Und natürlich Sie alle, die Sie hier sind. Und wenn Sie das nochmal genau gucken wollen, da sind auch überall Links dahinter, kann man also nochmal gucken, wie die das jeweils unterstützen. So. Wann macht Open Source eigentlich keinen Sinn? Ich als Open Source Guru, nein, Open Source Liebhaber, wenn der Verkauf von Lizenznutzungsrechten die wichtigste Einkommensgrundlage ist, dann kann ich nicht Open Source machen. Deswegen kann Esri und deswegen kann Microsoft nicht einfach Open Source machen. Das funktioniert nicht. Die haben 4.500 Angestellte bei Esri. Von denen entwickeln 300 Software und die anderen 4.200 machen Pappkartons, stecken die Software ein und verkaufen sie an Leute. Wenn ich jetzt Open Source mache, was mache ich mit den 4.200 Leuten? Die müssen ja irgendwie bezahlt werden. Lachen Sie nicht, das ist ernst. Wir wollen ja nicht, dass es kaputt geht, deswegen müssen wir ihnen Zeit geben, dass sie nach und nach sich mit Open Source auseinandersetzen. Der zweite Punkt, warum ich eine Software nicht Open Source mache, ist, wenn die Software die Kronjuwelen meines Geschäftsmodells sind. Das heißt, der Suchalgorithmus, der bei Ihnen die Wahrheit auf den PC gezaubert hat, Pferdearsch und Standards, dieser Suchalgorithmus, der in der Lage ist, meine persönliche und deine persönliche Variante von Pferdearsch und Standards zusammenzubekommen, dieser Algorithmus, der wird nicht Open Source. Dann wird Google den Teufel tun, weil dann könnte irgendjemand daherkommen und das Gleiche machen und dann ist der Geschäftsmodell kaputt. Die zwei Gründe gibt es, warum es Open Source. Es gibt noch einen dritten. Wenn ich eine Software entwickle, die nur einen ganz kleinen Userkreis hat, zum Beispiel Tierarztsoftware in Deutschland, für Abrechnungssysteme oder so, da wird sich keiner hinsetzen und kein Entwickler hinsetzen und sagen, ich mache da jetzt mal 2 Jahre Entwicklung, ohne dass er Geld dafür kriegt. Weil das kriegt er mit Dienstleistungen nie wieder rein, dafür gibt es zu wenig Tierärzte. Ist richtig, aber ist also das ist jetzt so eine, also Nische, also gerade so im Nischenbereich ist noch so ein drittes, ja, wo man sagen kann, okay, das ist gut, wenn dann doch ein bisschen ist richtig bezahlt wird. Ja. Aber mir ging es jetzt mal so um den Menschen, die 98%, von denen wir hier immer reden. Ne? Ja, bitte noch eine? Ja, ich habe dann noch eine Anmerkung. Ja. Wenn du sagst, wann macht es Sinn, Open Source zu machen? Es gibt ja zwei Seiten. Ja. Das zu herstellen und das zu verwenden. Ja. Und wenn bei der Verwendung, wenn ich als eine ganz, ganz große Firma von einer ganz, ganz kleinen plötzlich abhängig bin in einem unternehmenskritischen Komponenten, dann kann es sehr gut sein, dass gerade da Open Source keinen Sinn macht, weil ich mit einem unberechenbaren Partner zu tun habe. Verstehe ich aber nicht, weil wenn der kleine unberechenbare Partner so klein und unberechenbar und unbedeutend ist, dann kann ich ihn entweder kaufen oder den Source Code nehmen und selber weiterentwickeln.
Argument entschärft. Okay. Nicht wirklich. Ah, ich glaube schon. Aber ich muss mal weitermachen. Wir können ja später auch diskutieren. Also warum wird Open Source bekämpft, ist klar, brauche ich nichts mehr zu sagen. Ne? Und was muss ich jetzt bei Open Source beachten? Die Einführung von Open Source ist nicht kostenfrei. Lernen Sie das bitte endlich. Eine neue Software einführen ist kostenaufwendig. Die Leute müssen es lernen, das Systemadministrator muss es lernen, das Rechenzentrum, wir brauchen vielleicht neue Hardware. Das ist ein Riesenaufwand. Das ist nicht kostenfrei. Sie sparen nur diese kleine Kiste der Lizenzkosten für die Software. Ansonsten ist das genauso teuer wie jede andere Software auch. Berücksichtige die Gesamtarchitektur. Wenn das Haus voller ASCII ist und alle Leute ArcGIS kennen, warum fangen Sie dann an, Open Source einzusetzen? Vielleicht, weil Sie jemanden neu einstellen und der kann es schon. Dann ja. Aber per Gewalt irgendjemanden zu verdonnern, ab sofort musst du mit dem Linux-PC arbeiten, funktioniert nicht. Das haben sie in München probiert, mit der öffentlichen Verwaltung. Plötzlich hatten alle einen Linux-Desktop und die Arbeit ist zusammengebrochen, weil alle sich irgendwie gegängelt fühlen und keiner wollte das. Und dann gibt es Leute, die haben so lange da auf der Tastatur rumgehämmert, bis sie abgestürzt. Und dann gesagt, ah, ist abgestürzt. Siehst du, ich habe doch gesagt, das ist schlecht. Nicht die Leute zwingen. Es gibt nicht für alles gute Open-Source-Lösungen. Tierärzte mit ihren kleinen Dingern, vielleicht müssen die es halt kaufen, tut mir leid, aber ist so. Open-Source ist nicht gleich Open-Source. Die 600.000 Projekte, die kein Mensch braucht, aber die 5, die wirklich gut sind, die muss man eben finden. OSGEO hilft dabei. Die machen so einen Inkubationsprozess, bei dem wir das genau nachgucken. Überprüfen Sie die Verträge mit Ihren Dienstleistern ab und zu mal. Es kann durchaus sein, dass Sie Wartungsgebühren zahlen und gar nicht so genau wissen, warum. Diese Wartungsgebühren können Sie dann auch einen Dienstleister bezahlen, der Ihnen dafür neue Software baut. Warum nicht? Erweitern Sie das Know-how der Mitarbeiter. Nicht unbedingt mit, jetzt müssen Sie den Knopf klicken und jetzt den Knopf klicken, sondern dass Sie wirklich verstehen, was da hinten dran passiert. Lernen Sie nicht Marken, sondern lernen Sie Inhalte. Lernen mit anderen zu kooperieren. Und wenn Sie das alles noch nicht so ganz drauf haben, fragen Sie einen Arzt, Berater oder Apotheker, Dienstleister. Die Jungs sind vorne im Foyer in der Ausstellung zu treffen. Die wissen, wie das hier alles funktioniert. Gut. Ich bin 2 Minuten über meinen Zeitplan. Aber noch bin ich ungefähr da, wo ich sein will. Open Data fördert nämlich das Chaos. Kennen Sie die? Muss ich die erklären? Nein? Gut. Open Data oder, naja, komm, ganz kurz wenigstens. Das ist die Adopter-Kurve. Das heißt, anfangs sind es nur so Technologie-Fuzzis. Dann sind es die Visionäre. Und dann kommt ein Loch. Und dann kommen die pragmatischen Leute, dann kommen die Konservativen und hier hinten kommen die Skeptiker in der Anwendung. Und das ist, bei aller Innovation ist es immer so. Und dieses Loch hier mit Open Data sind wir gerade hier so irgendwo da. Wir können noch einstürzen, ich glaube aber, es geht schon weiter. Und Sie, die hier sitzen, 75% der Leute auf dieser Konferenz, die noch nie auf einer Foskis waren, das sind so Pragmatiker. Und ein paar Konservative haben wir auch schon und ich glaube, ein oder zwei Skeptiker vielleicht auch. So, wenn wir aber da sind, dann gibt es noch gar nicht so viel Erfahrung damit. Wir sind also noch relativ Anfang in diesem ganzen Prozess, wie das mit Open Data eigentlich funktioniert. Beachten Sie bitte, dass Open Data und Free Services unterschiedliche Dinge sind. Open Data, Freemium-Geschäftsmodelle verursachen Folgekosten. Was ist Freemium? Kennen Sie das? Man kriegt so eine Basiskiste für Umme und wenn man dann mehr will, muss man dafür bezahlen. Ist auch nicht verwerflich, ist einfach nur ein geschicktes Geschäftsmodell. Was Sie wissen müssen, sind Lizenz-, Geschäfts- und Betriebsmodelle, dass die oft inkompatibel sind. Na, wenn wir gerade eine Innovation haben und Sie sind gewohnt, in einem Budget für Software das als Kapitalinvestition zu betrachten, und jetzt kommen dann die Open-Source-Leute und plötzlich ist Ihr Budget nicht mehr Kapitalinvestition, sondern Operations, dann verschiebt sich in Ihrem ganzen Unternehmen ein Block von mehreren Millionen aus Kapitalinvestition in Operations. Das müssen Sie erstmal hinkriegen. Und Sie sind der Techniker, sitzen vielleicht im Keller und da oben ist irgend so ein Heini, der das Geld hin und her schiebt. Und dem müssen Sie das erklären. Na, viel Spaß. Also, genau gleiches Thema. Die Politik ist ahnungslos und trifft falsche Entscheidungen. Die haben keine Ahnung, was Open Data ist. Ich habe es Ihnen ja gerade erklärt vorhin mit dem Ordnance Survey, Militärorganisation, privatisiert und dann sollen Sie Ihre Daten für Umwelt hergeben. Das kann doch nicht funktionieren. Wir verstehen das. Die Politik nicht. Also müssen Sie Ihre Politik erziehen.
Und außerdem ist alles noch im Fluss. So, wenn Sie mal wissen wollen, ob was wirklich Open Data ist, dann gibt es da einen ganz einfachen Lackmustest, nämlich Open Data muss immer heruntergeladen werden können. Wenn Sie ein Open Data nicht herunterladen können, ist es kein Open Data. Ganz einfach. Danke. Und Open Data muss eine Lizenz haben oder in Public Domain stehen. Public Domain gibt es bei uns nicht, aber da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Was ist ein Free Service? Ein Free Service erlaubt immer die kostenfreie Gratisnutzung. Und die Terms of Service enthalten oft Klauseln, die so eine kommerzielle Nutzung ausschließen. Und Sie müssen sich darüber im Klaren sein, wenn Sie so einen Free Service nutzen, gibt es keine Sicherheit der Verfügbarkeit und Rechtssicherheit schon mal gar nicht. OpenStreetMap ist so ein Free Service. Den dürfen Sie nutzen. Aber wenn er mal nicht verfügbar ist, können Sie niemanden verklagen. Und Ihre Anwendung funktioniert auch nicht mehr. Also beachten, ob man das nutzen kann oder nicht. Die Verwendung der Daten wird durch die UDBL-Lizenz geregelt. Die Nutzung ist für alle frei. Die Nutzung des Dienstes, dieses Free Services, ist auch gratis. Aber, weil das Ding irgendwann zusammenbricht, wenn alle den benutzen, wird ermutigt, dass Sie Ihren eigenen Dienst aufsetzen mit den eigenen Daten. Sie können sich also die OpenStreetMap-Daten ziehen, Ihren eigenen Server aufsetzen und selbst anbieten. Bitte tun Sie das, weil so wächst OpenStreetMap. Ganz anders als andere, die auf ihren Daten sitzen, die nicht hergeben wollen und sie vielleicht nur so eine kleine Kopie davon ziehen lassen und schon Angst kriegen, wenn die in ihrem Cache von ihrem Browser noch liegen bleibt, gab es mal Diskussionen zu. Die Quellen der Ergebnisse veröffentlichte abgeleitete Werke muss auf Nachfrage, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das ist UDBL-Quatsch. So, Ordnance Survey Großbritannien, das ist auch so eine API, die haben also auch einen Dienst, den sie bereitstellen, den können sie umsonst nutzen. Das wäre dieses Government Data, die haben auch ein schönes Beispiel. Dann gehen wir noch zu den Betriebsmodellen von Open Data. Und hier auch wieder beachten Sie, dass sie sich ändern können. Nämlich die Nutzungsbedingungen, die Verfügbarkeit, die Aktualität, Lizenz, Lizenz und Kosten. All das kann sich ändern. Und wenn sich das ändert, ändert sich natürlich auch Ihre Möglichkeit, diese Daten zu nutzen. Und da das alles noch im Fluss ist und wir noch in diesem Early Adopter-Kassen da sitzen, in dem Loch zwischen den eigentlichen Visionären und denen, die es wirklich pragmatisch anwenden, deswegen muss man halt im Moment noch ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt aber allgemeingültige Standardlizenzen, zum Beispiel die UDBL, die hier beschrieben ist und da ein bisschen ausführlicher mit ein paar Bildchen. Und dann gibt es noch die Creative Commons. Das ist die mir liebste, die aber in unserem Rechtsraum leider nicht funktioniert. Und die allgemeine, die öffentliche Verwaltung in Deutschland, die die Geodaten inzwischen öffentlich zur Verfügung zu stellen hat, für die kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzung. Und die Einzelheiten werden in einer Rechtsverordnung geregelt. Das heißt, in Deutschland sind wir einen Teil der Daten, wir inzwischen schon an einer Stelle angekommen, wo wir uns darauf verlassen können, dass es so bleibt. Bis zum nächsten Regierungswechsel zumindest. Das alle. Terms of Service. Free Service. Ein Free Service kann meist zunächst gratis genutzt werden. Sehen Sie da, das sind so Anführungszeichen. Das ist bei dem Free Service natürlich nicht, aber in meiner Folie ist jetzt also nochmal ein Free Service, aber der hat Anführungszeichen. Und das bedeutet, dass gratis eigentlich nur heißt, dass wir den Verlust unserer Privatsphäre in Kauf nehmen, dafür, dass wir das nutzen dürfen. Facebook und Co. Und Twitter, wenn wir unsere Position angeben und na, unsere Privatsphäre ist futsch, aber wir dürfen den Service dafür nutzen. Ist nicht wirklich gratis, wenn Sie mich fragen. Facebook ist nicht frei. Das kostet unsere Privatsphäre. Ein Free Service ist also ein, da gibt es ein schönes Video dazu, das ich kurz mal laufen lasse. Leider haben wir keinen Ton, aber ich lasse es doch kurz mal abspielen. Das haben Sie alle schon mal gesehen, so eine Lizenz. Klick, 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 klick. Heh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 
Eins, zwei, drei. Entschuldigung, dass der Ton nicht da war. Okay, gucken wir uns kurz noch die Google Nokia Bing Terms of Services an. Bei Google Maps ist in den Terms of Services kommt der Begriff Map 156 Mal vor. Aber das ist nicht Data. Beachten Sie das. Wenn Sie Google Maps nutzen, das ist nicht Open Data. Das ist eine API, nur dass Sie das nutzen dürfen gegen das Bezahlen mit Ihrer Privatsphäre. Bing hat keine Lizenz, sondern macht gleich einen Vertrag mit Ihnen. Und Nokia hat in seinen Servicebedingungen überhaupt nicht ein einziges Mal das Wort Map enthalten. Jetzt brauche ich noch 2 Minuten, weil ich eh schon überzogen habe. Nämlich eine kommerzielle Anwendung mit Open Data, Open Source und Open Standards. Da haben wir genommen OpenStreetMap und Online Survey. Rights of Way von den Mountainbikern, so Wegerechte, selbst erhobene GPS-Tracks und Open Source, GDAL-Quantum mit Postgres und Postgres, Mapserver, Webender, OpenLayers und so weiter. Nutzen aber alle unten offenen Standards, OGC, GML, Simple Features für SQL, OGC, Webmap Server, Style Data Descriptor, HTTP und so weiter und bauen da sowas zusammen. Und dann drucken wir das auf Stoff und verkaufen das mehrere hundert Mal pro Monat inzwischen in England an Offroad-Mountainbiker. In der Zusammenfassung, also, Openness kommt in allen Farben. Beachten Sie deshalb, verwenden Sie wirklich offene Standards, nicht die proprietären monopolistischen. Nutzen Sie bewährte Open-Source-Software, nicht Open-Source-Software, die gebaut wurde, weil jemand Lust hatte, die zu bauen. Verstehen Sie die Lizenzbedingungen von Open Data, beachten Sie die Terms of Services und Use und frage Sie einen qualifizierten Dienstleister. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.